bisschen stärker, oder? Oder Schwäche, ich weiß gar nicht. Ist die Schwäche oder stärker, als die ich habe? Ich fand die Razor Leaf schon gut. Also, hier ist Laser besser, Balance schlechter, Antrieb schlechter, Schilder besser. Aber wie ist es mit der Waffenstärke? Laser 6. Ist das doch gleichzeitig die Waffenstärke? Kann sein, ich lasse sieht jetzt alles mal. Gut aus. Ich bin hier am Platz, wenn du mich brauchst. Ich fand die halt besser. Obwohl du so hässlich gelb bist. Mal ist ja alles grau in grau, aber durch die Mod ist es ja sogar gelb. Schön. Das ist gar nicht so gelb, wie ich gesagt habe. Schön, dann können wir es nicht fliegen, dann müssen wir noch Schiffe abschieben. Ja, wir kriegen das schon hin. Wenn ich wüsste, wo in New Atlantis das Terminal ist für die Quests, aber das kann ich auch zu Hause machen. Ich muss Leute abschießen. Ist die Hülle bei dem okay? Hallo? Hast du was Gutes gelesen? Ja. Ist die Hülle bei dem okay? Und abheben. Okay. Auf und davon. Auf und davon, genau. Stärke, Alter. Na klar, als andere. Ich habe sogar noch weniger Antrieb und habe mehr auf die Laser getan. Vielleicht sogar einmal Rakete und so. Okay. Also ich fand das Stärke immer. Und ich würde jetzt... Aber wir haben noch Töten in der Welt als Zerstöre das hier. Haben wir das. Das ist auch... So, setzen Sie Kurs. Wir müssten zerstören. Oder? Ja, okay. Gut. Kurs gesetzt. Warp-Antrieb lädt auf. Ist gleich bereit, Captain. Energie. Deine Grabsprünge sind so anmutig wie Ballett. Ja, danke. Okay, da ist wieder Schiff. Wow, 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 gleich zugesetzt haben wir dem. Gleich nur anvisiert. Boah, Digga. Ist immer so krass. So, das aufpassen. Okay, so töten passt. Escape. Ach. Aber muss aufpassen, wenn ich da rumspiele mit einem, dann. Oh, langsam, 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 langsam. Langsam, langsam, langsam. Geh mal rein und go. Voll in den rein, voll in den Grund. Oh, so, da ist sogar noch einer. Lol, ich hab gar nicht gesehen. Ah, ich hab's immer noch nicht in die... Ich hab's immer noch nicht in das Schiff rein, ne? Ich hab's immer noch nicht ins Schiff rein. Jetzt habe ich's. Aber ich habe die drei Schiffe, die ich erlegen wollte. Wir haben den Grafantrieb repariert. Dankeschön. Sehr nett. Ja, und jetzt kann ich auch das reparieren. Oh. Deswegen konnte ich immer manchmal reparieren, weil ich tue ja die Schiffteile looten mit dem. Auch ohne, dass ich jemals Schiffteile ins Schiff getan habe. Nur, dass ich mal alles aus dem Schiff rausgenommen habe. Das sagen auf einmal gar nicht mehr.
mal kurz. Stopp! Uiuiui, evasive Manöver hat nicht geklappt. Evasive Manöver hat nicht geklappt hier. Okay. Dann mal. Wie kann ich dir helfen? Die Frachtraum. Inventar. Ressourcen. Eklar. Ich habe immer nur Ressourcen eingelagert. Und es sind sonstige. Ich habe keine Schiffsteile mehr. Habe ich echt nicht. Was habe ich da mit dem gemacht eben? Ich weiß nicht, ich habe das glaube ich... Habe ich das so? Ich weiß nicht, was ich mit dem gemacht habe. Jeder Tag, den man überlebt, aber ist in meinen Augen ein Erfolg. Egal. Haben wir hier so ein... Ah, kann ich jetzt direkt hier hingehen. Lass uns direkt mal so... Achso, wir sind in unserem System. Warte, wir müssen ins Nachbarsystem hier. Hier hin. Ja. Zack und landen, komm. Wir können jetzt skillen und dann fliegen. Glaube ich. So viele Menschen an einem Ort. Ich kann mich hier immer noch nicht wohlfühlen. Also wir müssen eigentlich gar nicht hier hin, fällt mir gerade auf. Aber wir sind jetzt einfach da mal da. Moment. Fliegen. Yes. Klasse B und dann Klasse C. Ich hoffe, das ist richtig. Und ich muss noch 30 Schiffe tun, bevor ich fliegen kann. Zielsteuerungssystem. Die Zeit, um Gegenschiffe anzusehen, ist um 30% reduziert. Seine Chance, ein erfasstes Schiff kritisch zu treffen, ist 10% erhöht. Okay, da müssen wir noch ein paar. Können wir eigentlich auch hier von... Nee, wir müssen... Ja, da müssen wir ja doch hier hin. Okay, ich verstehe. Willst du irgendwas abladen? Die Handelsaufsicht. Und hier ist unser... So. Klar. Ja, geil. Neues Schiff, Main. Endlich. Captain. Hab's geschafft. Und das ist die Reaktorklasse, ist es halt anscheinend. Fracht 2280, Hülle 49, Treibstoff 55. Rest müssen wir schauen. Laser soll ultra stark sein. Was ich an dem Schiff krass fand, an Razor Leaf, heftig die Waffe. Die Waffen sind sehr stark. Beide gleichzeitig benutzen, links-rechte Maustaste, ultra. Razor Leaf und das Ding heißt Shieldbreaker. Geil. I have you now. Sieht alles gut aus. Ich bin hier am Platz, wenn du brauchst. Boah. Ach du Scheiße. Alter. Das ist ja riesig. Kann man vorne und hinten rein, oder was? Oha. Boah, guck dir die Waffen oben an. Das Ding heißt Shieldbreaker, vielleicht nicht umsonst. Boah, hier erstmal ein bisschen schnüffeln hier. Geil. Lecker Schmecker. Ich wollte mir das ja schon holen vor vielen Tagen, aber war ist schon okay. Ne, man kann nicht auf zu beiden Seiten rein, das ist noch ein Fuß hier. Weil ich hätte damals nicht holen können wegen dem Führerschein oder Lizenz. Boah. Das ist der Wahnsinn. Krass. Heute viel geschafft, hey. Heute fühlt es sich an, ob wir das Spiel durchgeschafft hätten. Irgendwie. Komm, wir gehen mal rein. Schiff. Begutachtung. Okay, da kommen wir rein. Das sieht auf jeden Fall schon mächtig aus. Wie ist das Cockpit? Okay, da kann hier jemand sitzen. Wirkt jetzt gar nicht so groß, aber... Okay, wir hier schon. Geil, okay, da ist das Cockpit. Wo geht's noch hin? Ist einfach lang, oder?
Ah, hier. Du installierst dauernd coole neue Sachen. Da an, da am Putzen, der Fan. Richtig so. Richtig so, dass der am Putzen ist. Ich liebe Kaffee. Aber noch viel, viel besser finde ich es, was über dich zu lesen. Kann ich jetzt hier mit der... Kommt die automatisch hierher, oder was? Letzte Nacht. Oh. Nun, der viele Sport hat sich gelohnt. Okay. Muss toll sein, dich sehen zu können, wann immer du willst. Dein Haus ist bestimmt ein wahres Spiegelkabinett. Mein Haus ist Haus von Varun. Papa, hast du mal Aurora genommen? Oha. Tja. Die Frage. Schon lange Papa, hast du mal Aurora genommen? Das ist ein Drogen. Oh, was ist hier? Furchtbar. Es war furchtbar. Halt dich von dem Zeug fern. Glaub mir. Okay, ist hier die Luke zum Andocken oder was? Krass. Das hört ja nicht mehr auf. Yo, hier ist nochmal ein ganzer Raum hier. Geil. Flat Screen, so wie es sein muss. Da kann man dann Stream schauen. Boah. Krass. Hier ist Navigationskonsole. Bin zufrieden. Da läuft schon was. Slurp down a tube today. Was auch immer das heißt. So. Nice. Bin ich zufrieden. Jetzt das Wichtigste. Wie ist die Manövrierfähigkeit im Weltall? Im Weltall. Hoffentlich treibt Korra keinen Unfug. Schauen wir mal. Wir steigen jetzt erstmal mit dem Schiff hier auf. Pilotensitz erstmal hier reinsetzen. In den neuen Pilotensitz. Psst. Geil, neues Schiff. Und das erste Mal Energie. Und wir heben ab. Wow, oh mein Gott. Neues Main-Schiff jetzt. Shieldbreaker. Fantastische Aussicht. Boah, was ist hier? Schütze können nicht manuell abgefeuert werden. Was? Schütze können nicht manuell... Wie nicht manuell abgefeuert werden? Was heißt das? Geschütze können nicht manuell... Wie? Warum nicht manuell abfeuern? Was habe ich getan? Rechte Maustaste? Was ist denn Laser? Ich kann Laser nicht... Was ist denn das für ein... Verstehe ich nicht genau, was damit gemeint ist. Kann ich nur... Aber also linke Maustaste kann ich nicht machen. Das Rakete geht, aber Geschütze können nicht. Muss ich die erst tracken oder warte, muss ich erst jemand anvisieren? Wo ist denn die UC... Wo ist denn die UC-Flotte? Oh mein Gott. Hallo. Speichern. Ich höre. Sehe mich hier nur ein bisschen um. Wir sind schwer bewaffnet und bereit, uns zu verteidigen. Ich weiß es nicht. Ich habe dich gewarnt. An alle Schiffe. Wir haben einen Feind im Orbit. Feuerfreigabe erteilt. Ich verstehe nicht, warum kann ich mit linker Maustaste nicht schießen? Was muss ich dafür tun? Du kannst nicht gewinnen! Was heißt, wie kann ich manuell abgefeuert werden? Wie werden die denn sonst abgefeuert? Antrieb hat keine Power! Das ist
Wie ist das denn gemeint? Haben die von allein geschossen? Ich müsste mal gegen ein Schiff kämpfen, um das zu sehen. Planeten, Planeten. Hier, das ist wieder so im Weltall. Jo, alles auf den... Okay, wo Energie... Gut, alles auf Antrieb schon hier. Ich muss die Waffen... Wieder ein erfolgreicher Sprung! Die ist kein Weg zu weit, Captain. Mach die Laser mal hoch. Antrieb auch. So... Also Schilde habe ich vielleicht... Okay, Schilde natürlich auch. Zwei Schilde. So? Feuern die automatisch? Ich werde mal nichts machen. L? Hier, das. Ja, wir fliegen ja nur so dahin, ohne Kraft. Ja, lol, guck mal an. Digga. Wenn ich so ein Schiff kaputt schießen will. Okay. Was ist hier los? Die schießt von alleine. Die Dinge hier. Okay, chill. Wie schnell fliegen wir denn mit dem? So normalen Non-Boost. 180 und mit Boost? ...650 oder so. Aber so ist es halt sau schwer, ein, jemand so zu dingsen, zu disablen halt. Weil... die schießen einfach. Krass. Planeten? Habe ich nichts mehr hier so. Ich will das Ding erschießen. Offene Fragen. Sprich mit Gefängnis mit Nisha, Schatten Neon. Sprich mit Daniel Blake. Nope. Orte. Ort der Planeten. Nur Orten? Kurs festlegen. 97 Lichtjahre. Kumasi. Maximum Warp. Lass uns dahin, oder? Energie. Ja, warte, ich gebe ein bisschen von der Rakete. Bereit, wenn sie es sind. Energie. Alter. Oh mein Gott, wie heftig. Auf Standardantrieb. Oh, guck mal an hier. Wir sind böse. Auf einmal. Digga, der schießt von allein, geil, mach. Die schießen auch von hinten? Du bist erledigt. Boah, egal wo der ist, der schießt einfach. Du kommst mir nicht davon. Wie kann ich sagen, dass er stoppen soll? Gar nicht, oder? Die meisten Schiffe hätten uns einfach sitzen lassen.
Aber du, ja, klar, hilf, Mann. Ja, Ranger. Schlachten ist. Ja, Satzteile passen. Erledigt. Appreciate. Mach's gut. Tschö. Annehmen. Danke nochmal für die Hilfe. Kein Problem. Tschö. Irgendwas hat sie mir gegeben, was weiß ich. Wahnsinn, Mann. Ist auch so manövrierfähig, das Ding. Alter. Was ist hier mit? Okay, ich kann halt nicht nur manuell schießen. Und so farmen geht nicht hier. Okay, das ist zu schwach. Boah, ist aber... Alter, was zum Fick. Ist aber schon krass. Okay, du kannst halt mit ihm nicht aus dem Ding abschießen. Aus dem Zielmodus, weil es ist halt schwer. Wo sind wir eigentlich hier? Also wir müssen irgendwas machen, oder? Was sollen wir machen? Scannen oder was? Wir sind hier wegen. Was haben wir für eine Quest? Orte Ursuppe. Was für eine Suppe? Orte einem Planeten in dem Planeten mit Ursuppe. Chemie. Der Fuck ist eine Ursuppe. Wir suchen erfahrene Entdecker zur Ortung eines Planeten mit Ursuppe im Kumasi-System. Dieses erfordert unter Umständen die Untersuchung mehrerer Planeten des Systems. Die Zahlung erfolgt automatisch. Ursuppe. Alles klar. Gut. Machen wir das. Zum Fick. Das heißt, wir müssen von Planet zu Planet fliegen anscheinend, oder wie? Machen wir halt, oder? Wir sind jetzt bei Kumasi 1, Kumasi 1a. Das scheint halt der Mond zu sein, also Kumasi 1a. Hey, anders krass. Okay, sind da. Hier ist die Tantalum, Eisen und Helium. Du willst mir sagen, es gibt da etwas, was dann so heißt? Dann fliegen wir nach. Wir sind Kumasi 1. Wir machen der Reihenfolge nach, dass wir nicht durcheinander kommen. Wir sind 2. Hier. Kumasi 2. Auf geht's. Boah, geil. Also, ich kann mich da gar nicht satt sehen von dem. Krass. Was ist hier? Wer ist das? Hör mal. Du, ja? Hast Zeit, bis mir langweilig wird, um uns zu geben, was wir wollen. Sonst pusten wir dich ins Vakuum. Was ist denn annehmen? Ein Urlaub wäre schön. Falls du großherzig bist, könntest du uns helfen. Oder wir können dein Schiff zerstören. Was will er? 4000 Credits zahlen, wollen kein Ärger? Die Credits sind unterwegs, angreifen, kommt und holt euch meine Credits, wenn ihr sie haben wollt. Ich kämpfe nicht gegen euch. Tja, wenn es so laufen soll. Weißt du nicht, wer denen gesagt hat, was für ein Schiff ich jetzt habe? Sind die wahnsinnig? Okay, ja gut, kriegst du das dann schon so eine Sache. Das war jetzt schon feindliche Schilde. Warte, bis fast tot und dann geh ich erst rein. Oh, 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 chill. Ganz ruhig, was ist das? Okay. Ich wollte das Schiff hier eh testen. Gut, gegen 4 Spacer geschafft. Boah, Alter.
Der Grafsprung ist wieder hergestellt. Das ist schön, das ist gut, das ist gut. Okay, das war jetzt richtig, richtig geil zum Testen. Was ist denn das eigentlich hier? Achso, das ist das andere System oder ein anderer Planet. Geil, Mann. So, ein Visier. Wie heftig. Das mit dem selber schießen ist halt so eine Sache. Man müsste das pausieren können, das wäre geil. So kurz Stopp. Damit man auch eine Möglichkeit hat, in die Ding reinzugehen. In die andere Perspektive. M. Scan. Was hat das hier alles? Wasser, Nickel, Uran, Kobalt, Iridium, Platin, Palladium und Plutonium. Ja, scheint doch vernünftig. Wir sind bei 2 und was ist das hier? Sensorkontakt? Mal dahin. Was passiert hier? Wir sind immer noch bei dem gleichen Planeten. Nur auf der anderen Seite. Was genau heißt das? Sensorkontakt. Hier ist doch niemand, oder? Hier ist doch leer. Ist da jemand? Hallo? Ich glaube, hier ist niemand. Nö. Nö, hier ist niemand. Ich denke immer, dass ich gedrückt halten muss. W, muss ich gar nicht. Ich muss nur die Dinge. Ah, okay, ich habe das immer falsch gemacht. Jetzt checke ich es erst. Also ich tue nur die Geschwindigkeit anpassen. Ich kann ja auch aufhören, W zu drücken. Ich drücke immer voll W und voll S, wenn ich gegen welche kämpfe. So, okay. Gut, lass uns zum Mond gehen. Lass uns zum Mond gehen. Das ist 2A. Das ist der Mond? Okay. Ich würde sagen, das ist ein komischer Felsbrock, aber welcher Mond ist kein komischer Felsbrock? Vielleicht gibt es ja hier. Scan dieses Teil. Analysiert Ressourcen. Das ist ein Asteroid. Was zählt als anscheinend als größer als sowas wie Mond, wurde es benannt. Das Ding? Entschuldigung, hast du kurz Zeit? Ich bin Hallo. Random Begegnung. Ich hatte schon lange keine Gesellschaft mehr. Okay. Ich bin Dr. Sola Banglawala. Hi, Sola Banglawala. Ich bin New Atlantis. Ich führe im Rahmen eines Forschungsprojekts Umfrage oder was? Untersuchungen Achso, okay. der besiedelten Systeme durch. Verstehe. Ich habe dich gerufen, um zu fragen, ob du vielleicht seltene geologische Proben hast. Ja. Nein, weiß nicht. Ich habe mehr als genug Steine, die ich abladen kann. Ich helfe gern, wenn ich kann. Tut mir leid, aber ich glaube nicht, dass ich dir helfen kann. Kann ich mit einer Aufwandsentschädigung rechnen? Du hast gesagt, dass du lange niemanden mehr gesehen hast. Bist du ganz allein hier draußen? Ja, ich bin seit Wochen hier, ohne jemanden zum Reden. Die meisten Piloten, die ich rufen wollte, haben auf mich geschossen oder sind weitergeflogen. Was? Ich habe genug Nahrungs- und Wasservorräte, aber viel zu wenig Bücher. Stolz und Vorurteil kann man auch nicht immer wieder lesen. Nach dem dritten Mal habe ich die Seiten benutzt, um mir Origami beizubringen. Ich weiß nicht, ob ich sowas habe. Mast hat eine Geologieabteilung? Eine leider sehr unterbesetzte. Aber diese geologische Untersuchung könnte uns einen Zuschuss der UC-Regierung einbringen. Okay. Falls ich sie abschließe.
Wenig Leute heißt wenig Budget. Ich kann dir doch helfen, oder? Deswegen bin ich ja da. Untersuchung nur diese allerletzte Blechkiste leisten. Es läuft bestenfalls recht zäh. Deswegen rufe ich Piloten wie dich und bitte sie um Hilfe. Verstehe. Ich habe mir jetzt genug Steine. Ich kann die gleich abladen. Ich werde dir gerne helfen. Danke vielmals. Zurzeit brauche ich Lithium, Platin und Vanadium. Viel möchte ich gar nicht haben. Ich weiß, wie schwer man da rankommt. Verstehe. Aber danke, dass du angehalten hast. Ja, ich habe halt nicht dann dabei. Dann versuche ich mein Glück anderswo. Du solltest was? Abstand halten. Der Grafantrieb dieser Blechkiste ist nicht ganz in Ordnung. Okay. Guten Flug. Ich verstehe. Gut. Sorry, das dauert länger als gewöhnlich. Was? Hast du irgendwelche Hobbys? So, eine ganze Menge. Ich bin ein Tausender. Nicht wirklich mit der Raumfahrt. Ganz, nur ein paar, die meisten haben doch mit Schiffen zu tun. Ich habe eine ganze Menge. Steht das Abschleppen von Forschungsschiffen nach Jamison auch auf deiner Liste? Wenn das geht? Falls mein Grafantrieb nicht bald wieder anspringt. Ich habe eine große Gesteinssammlung. Früher habe ich am Wochenende okay. immer auf Jamison welche gesucht. Das Vielleicht ist hätte süß. Ich das im Büro nicht bringen sollen. Wahrscheinlich haben sie deshalb mich und nicht irgendeinen Studenten geschickt. Ja, müssen wir Zeit Kennst überbrücken? Du den mit dem Geologen im Musikladen? Nein. Ist gut. Ein Geologe kommt in einen Musikladen und fragt den Verkäufer: Habt ihr hier auch was Hartes? Der Sei Verkäufer Blödsinn. Guckt ihn an und sagt: Oh mein Gott. Okay, passt. Danke. Danke für die Rettung. Danke für die Rettung hier. So, hat sie geschafft. Ich musste mit ihr reden. Okay, wir haben noch nicht gefunden. Ich bin mir nicht sicher, ob wir die ganzen einzelnen Dinger durchgehen müssen oder ich mache einfach mal. Wir haben jetzt zwei, wir müssen auf drei. Wir so machen der Reihenfolge nach. Vier, drei da. Und auf geht's. Ich glaube, so tun wir. Wir müssen es irgendwann, glaube ich, mit jedem Universum machen. Von Planet zu einem Planet und scannen. Weiß nicht, ob ich da 100% mache oder nicht. Wir machen einfach. Tag 10. Mir fehlt New Atlantis und mein liebster Schatz. So flieg ich durch das unendliche tiefe Schwarz. Mein Schiff ist verschlissen, ich bin ganz allein. Doch mein guter alter Antrieb bringt mich sicher heim. Auf, auf, flieg durch die Leere. Auf, auf, flieg durch das All. Auf, auf, bring mich heim zu meinem Liebling. Viel schneller noch als der Schall. Main. Danke für das Lied. Jetzt muss ich dich fragen, ob alles in Ordnung ist, oder? Alle gestrandet hier mit kaputten Schiffen hier. Was haben wir denn hier? Ey, ich kann nicht schauen, weil der Ding da ist. Wasser, Chlor, Nickel. Okay. Ja, wir müssen mit dem reden, wa? Hi! Valentin, Level 20. Okay, wir können den kapern, aber das sieht aus wie so ein Scheißschiff, weil da kommen wir rufen jemanden. Hi! Immer schön, jemanden Neuen zu treffen. Hat dir mein Gesang gefallen? Beste, dein Lied war das Highlight meines Tages. Oh, und deine Antwort war meins. Verstehe. Leider ist der nächste Sprung schon programmiert. Bis dann. Gute Reise. Tschö. Hat der nicht gesungen, dass sein Schiff kaputt ist? Was? Hat er nicht gesungen, dass dein Schiff kaputt ist? Oder wie ist das? Warum haben wir hier immer welche Brocken als zweites Ding? Kumasi 3A. Was machen wir? Was steht für uns jetzt? Wir schauen, was passiert. Kumasi 3A. Scan. Okay. 4. Komm, wir fliegen zuerst zu 4A.
Das scheint ein richtiger Mond zu sein sogar. Oh, hier ist was. Es sind einige Sachen hier. Aber wir können erstmal scannen, bevor wir was machen. Vergessen wir das noch. Extreme Umgebung, Wasser und Kupfer. Okay. Jo. Boah, was? Was? Ich arbeite an der Geschichte der Was bin ich denn gedonnert hier? Dazu spreche ich einfach deinen Namen 5 Stunden lang auf eine Slate. Ist die illegal oder was vielleicht? Oh, weiß nicht, okay. Noch eine Transportkiste? Uiuiui. Oh. Oh mein Gott. Das hat ein Kind in der Schiff, und war nicht so, es war viel kleiner. Ich verstehe nicht, ist es eine Schnitzeljagd? Warum tauchen so viele Transportkisten auf? Was ist hier? Macht das hier aber noch einen Purpose? Was ist denn da nicht mehr drin? Antimon. Okay, jetzt habe ich alle anscheinend. Antimon, okay. Gut. Hier ist aber nichts in ihm, da fliegen wir zum Planeten. Den kann ich da... Warte mal. Kann ich es so machen? Okay, das ist der Mond. Und wo ist der Planet? Zum Mond. Da ist die Sonne. Der muss dahinter sein. Kann ich da nicht hin? So. Ich hoffe, es ist richtig. Aber man merkt, dass ich müde bin. Ich werd ruhig. Ich merke das selbst die letzten Tage. Weil die ersten Stunden voll aufgebraucht, voll Main. Und jetzt hier. Seit ein paar Stündchen hier schon wieder hier. Dings da, Mirt. Ich weiß gar nicht, ob diese Quest so geht. Hier steht, Ort am Planeten mit Ursuppe. Hier, wir suchen Entdecker, Ortung, Planeten im System. Erfordert Umständen mehrere Planeten innerhalb des Systems. Wir untersuchen mehrere Planeten. Ist das dann auf dem Planeten oder so oben? So wie ich es mache. Sind bei 4. Wir sind bei 4. 5. Okay, Garten analysiert Ressourcen. Warum ist denn hier Fragezeichen? Das ist ein Gasriese. Okay, das ist ja gut. Alles gut. Dann haben wir D. Fangen wir mit D an. Wir kriegen auch EP, gell? Yo, Dings ist gut. Jawoll. Ey, bei dem ganzen Ding hätten wir wirklich schlafen können vorher, damit wir EP kriegen mehr. Oh, laut! Visier an, komm. Man muss sich halt so töten, die Dinger. Haben wir es? Ja. Aber ich nicht, ich bin Main. Können wir uns revanchieren? Ausschlachtungsrecht genügt mir. Ja, er sagt es halt immer gut. Ich kann nicht den ganzen Tag plaudern. Ja, dann geh. Wir haben trotzdem die Sachen. Credits.
Mr. Zack Falcon. Das Ding ist halt... Es ist cool, eigentlich so rumzufliegen, wie random Begegnungen. Okay. Habe ich den Planeten schon gescannt? Ne, den Mond. Nickelwasser. Das ist die Nummer was habe ich hier? Nummer D. Nummer A. Okay, was passiert hier? Wow. Scan. Anscheinend nicht. Jetzt wird die Quest weitergehen. A. C. Tube. Das geht ja ruckzuck. Bibi. Ob das jetzt so funktioniert? Hey, ich habe mein Schiff hier doch. Und man braucht die Güteklasse B-Führerschein. Man braucht Klasse B-Führerschein. Und ich habe dann noch 3 Schiffe abschießen müssen, habe das dann geskillt, jetzt kann ich es fliegen. Und es ist ganz krass, diese Waffen schießen automatisch. Ich kann da müssen gar nichts machen. Die Hauptlaserwaffen schießen automatisch. Schau mal, wie krass. Ich habe schon alles damit gemacht. Ich bin rumgelaufen, habe gerade als du weg bist, habe ich 2 Minuten danach gehabt. Bin rumgelaufen, habe es mir komplett angesehen. Das ganze Schiff gezeigt, war ganz wild. Und die schießen automatisch, die Laser. Das Blöde ist, wenn du dann jemand halt einnehmen willst. Die schießen krass. 1000 Laser. Nee, das ist kacke. Nichts Faulpelz, ich hasse das. Eben nicht, ich liebe das, wenn man rumfliegt und rummacht, so mit dem ganzen Ding. Du kannst auch nicht selber schießen. Das geht halt nicht. Geht einfach nicht. Du kannst nicht selber schießen. Hey, hier drüben. Hast du ein paar Teile übrig? Unser Neuling hier, dein Asteroiden. Oh, ich hatte schon so ein Gefühl bei dir. 2 Einheiten. Und du kannst halt auch keine Asteroiden sowas kaputt machen. 2 Zwischenteile, bitteschön. Du hast uns gerettet. Hier, bitte, für deine Hilfe. Danke. Hier, also ich kann halt nicht schießen, schau. Ist nicht manuell. Voll krass. Geht nicht, kann nicht schießen. Ich kann nur mit der rechten Maus schießen, das ist halt total schwach. Aber was das mit den Leuten macht, ich bin jetzt am System, da fliege ich von einem Planeten zum nächsten, weil ich irgendwas scannen muss. Ich habe irgendwie eine Mission, die heißt hier, ich muss Ursuppe finden im Kumasi-System hier. Ursuppe. Ort im Planet mit Ursuppe. Und ich tue gerade alle Planeten scannen. Aber ich finde keinen. Und immer wieder, ich hatte vorhin gegen 4 Level 20 waren es, Spacer, habe ich einfach abgeschossen. Lecker Ursuppe, ne? Ich freue mich gleich aufs Essen, ich habe riesen Hunger. 5. Ich suche Nummer 6. Wie viel gibt's denn hier? Nummer 6 hier. Ach, da war ich schon. Habe ich 4 und 6 verwechselt? 4 habe ich auch schon. 5? Wo ist 5? Ich gehe 3 halt nach, ne, da habe ich es nicht verpeilt. 7? 5. Ah ja, hier. 5, 6, 7 brauche ich jetzt, genau. Ich weiß nicht, ob man die Suppe so findet, ob man auf dem Planeten darf, aber beim Gaswesen gibt es eh nichts. Ich wollte dir auch zeigen, wenn jetzt das Schwimmen. Ja. Was steht als nächstes? Oh, wenn jemand das schießt, das letzte Schiff ist hergeschoben und dann wieder verschwunden, ohne auch nur zu grüßen. Wir sind von der, Liz und wollen zu unserem neuen Zuhause. Aber unser Grafantrieb ist, naja. Ich muss auch für Liz irgendjemand rekrutieren, weiß auch nicht, wie das geht. Ihr seid also im System gestrandet. Ja. Und unser neues Leben ist nur 2 Sprünge entfernt. Oha. Wir haben eine Werkbank hier, aber wir brauchen Eisen. Und zwar jede Menge. Hab ich nicht. Dann müssten wir einige Reparaturen durchführen können. Ich habe alles woanders hingetan. Wir zahlen viel mehr, als es eigentlich wert ist.
Was genossst du? Ich will 20 Eisen hier. Falls du Eisen findest oder kaufen kannst, wir fliegen nirgendwo hin. Okay, wenn es eine Quest gibt, dann mache ich das. Ja, wenn es keine Quest gibt, vergesse ich das doch, dass du hier bist, Euda. Warte. Schön von dir zu hören. Hast du das Eisen dabei, das wir brauchen? Wir brauchen jede Menge davon für die Reparatur. Was ist denn genau das Problem? Er ist einfach tot. Die Einheit macht gar nichts mehr. Keine Energieanzeige. Laut Protokoll ist er offline. Laut dem, was wir lesen können. Einige Warnungen sind, glaube ich, in Kyrillisch? Diese alten russischen Buchstaben. Oha, ja, weg damit. Gibt's nicht. Okay, wenn ich Eisen finde, ich glaube, wird das zu Aktivitäten gezählt. Als ob ich jemals das noch finden würde. Aktivitäten. Sprich mit Sam Coe, finde, überbringe. Sprich mit. Ja, also ich mir das noch merken könnte. Das mit. Hier? Das Problem ist jetzt mit dem Abbauen von außen mit dem Schiff geht kaum. Das Schiff halt. Ich kann halt nicht schießen mit dem Main Laser, nur mit dem zweiten, die sind so schwach. Geht schon, aber es dauert lange. Mein Schiff habe ich geschossen, war weg. Und so kein Eisen? Das ist halt so lahm, das Ding. Eisen. Schau mal. Perfekt, guck mal, dann machen wir das direkt, oder? Das Schiff ist so krass und so wendig und ist so riesig. Kannst du das mal irgendwann mal zeigen? Ja, ich habe es gerade schon alles gemacht und getestet. Piraten 4 gleichzeitig abgeschossen. Wenn man versucht, vor dem Tod gehe ich in das Zoom rein. Und beim Zoom hört es auf zu schießen und dann muss ich mit den kleinen Waffen schießen. Wenn man welche disablen will, also unmanövrierfähig schießen will, dann ist es halt schwierig, dann braucht man ein anderes Schiff. Ist aber schon cool. Nur Asteroid sind halt doof. Ich würde mal linke Masse, also darf ich nicht. Wir jetzt schon Eisen haben, oder? Wachtraum 25, ja, passt. So, rufen. Schön von dir zu hören. Hast du das Eisen dabei, das wir brauchen? Jawohl, Ma'am. Wir brauchen jede Menge davon für die Reparatur. Jawohl. Das müsste reichen. Ja, hoffe ich doch. Und sehr gerne. Das dürfte nicht nur für das Eisen reichen. Hoffentlich geht es bald weiter. Ja, dann viel Spaß. Dann muss ich mal safe. Bin fertig, ey. Also ich merke schon selbst, am Anfang bin ich aufgeregt und gehypt und alles, aber irgendwie, wenn ich zu müde werde, dann geht das nicht. Ich habe auch Hunger, will was essen, noch ein paar Sachen machen. Dann gehe ich in Feierabend hier, Jeroka. Was meinst du? Dann gehe ich in Feierabend. Heute haben wir sehr viel geschafft. Heute haben wir sehr viel geschafft hier. Kurz Abmod machen hier. Ja, Tag 10 Starfield geschafft. Sehr geil. Sehr viel erreicht. Hier mit. Ich habe den Namen schon vergessen. Ich wollte schon Sala sagen. Andreja sind wir jetzt zusammen. Können 15% XP farmen durch sie, weil wir die große Schlange benutzen. Bei ihr, in ihr und so weiter. Wir haben ein Schiff, was sich Shieldbreaker nennt. Das zerstört die Schilde instant. Sehr geil. Progress ist auf jeden Fall da. Tag 10. Bethesda, Starfield. Wenn ihr mehr sehen wollt, abonnieren, kommentieren und liken, wenn euch das Let's Play gefällt. Ja, ihr wisst schon. Ende.
Gott. Hammer. Aber im Kasten. Gott! Boah. Mach das, Jero. Zock weiter. Genieße es. Ich muss sagen, ich bin jetzt froh, dass ich aufhören kann. Also ich hab noch Bock, weiter zu zocken. Aber wenn ich müde und hungrig bin, kann ich es nicht genießen. Bisschen was essen, bisschen was trinken, dann werde ich schon noch munter. Dann mache ich noch ein paar Cuttings hier, bisschen sozialen Medien-Videos laden, schneiden, bla bla. Ja, wenn es dunkel wird, ins Bettchen. Ins Bettchen dann. Mal schauen, wie die Temperatur morgen wird. Morgen. Boah, heute. Heute ist 30 Grad, morgen ist 22. Ja. Ich glaube, du warst ja bestimmt auch kurz entspannen und essen, oder? Oder wieso warst du AFK? Ja, ich habe jetzt auch meine 8 Stunden Arbeit hinter mir. Das kann man schon sagen. Ja, perfekt, super, so muss das sein. Für dich ist das Zocken das Vergnügen, für mich ist Zocken die Arbeit. So ein Ding. Ja. Danke dir, Karis. Danke dir. Was macht er fort? Ich wollte gestern schon jemand raiden und der ist dann einfach, war nicht da. Danke dir, Bob, sage. Was geht? Hier, ist der jetzt da? Bin gleich wieder da. Wieso ist der im AFK? Verified Grinding. Ja, dann machen wir ihn nochmal, komm. Gut, dann werde ich hier... Jero, wünsche dir einen entspannten Abend. Wünsche euch allen einen entspannten Abend. Schönen Dienstag. Letzter Tag der Hitze, nutzt es aus. Geht ins Schwimmbad. Was weiß ich, macht, was ihr wollt. Kühlt euch ab mit Eis etc. Entspannt euch. Kein Stress. Morgen wird es wieder 20 Grad. Heute 30, morgen 21. In der Nacht kühlt es leider nicht ab. Wird 17. 17 nachts am Tag 21. Und... wir hören und lesen und sehen uns einfach später. Wieso kommt das immer? Das war doch gestern auch zum Ende, Jero. Was ist denn das? The fuck? Also. Was ist denn mit dir, Diggi? Was zum Fick ist denn sowas? Kannst du nicht vorstellen. Gut. Was zum... Ja, das ist krass. Direkt weggesperrt. Ich suche jetzt nur noch mein Creator-Dashboard gerade. Deswegen habe ich hier rumgeklickt. Genau. Um mich selber zu hören. Jetzt aber man muss hier über das Creator-Dashboard hosten. Gut, dann Servus, fertig und macht's gut. Gags für jetzt, bis später. Over and out. Servus.